Ein toller Live-Abend sollte immer beginnen mit großartigen Gästen und einer fantastischen Experimentiersendung. So auch heute. Herzlich willkommen. Und da sitzen sie aufgereiht wie die Chorknaben und ich bin sozusagen der, oh Gott, nein, der Komponist, der Strippenzieher. Bei so einem Knabenchor, da denkt man sofort automatisch in eine Richtung, den Job möchte ich nicht machen. Den, also, nee, herzlich willkommen hier da draußen. Also du bist Bischof. Herzlich willkommen hier im Studio, denn wir haben eine richtig schöne lange Programmstrecke heute für euch vorbereitet. Mit fantastischen Gästen, die es in dieser Konstellation, auf diesem Sender und auch auf keinem Sender auf der ganzen Welt da draußen und allen Welten, die es geben könnte, jemals gegeben hat. Wir fangen natürlich an mit dem Gast, der am weitesten gereist ist. Es ist für mich quasi eine ganz persönliche Pleasure, dich mal wiederzusehen. Felix Rickmann, lieber, ja. Aus München angereist. Ja. Lange ist es her, dass wir uns mal wieder gesehen haben und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Colin, mein alter Kollege von Giga-Zeiten, Hamburg und München ist immer weit auseinander und deswegen heute, wir werden den Abend hoffentlich einfach rocken. Ne? Ja, wir haben viele Stunden, in denen wir uns neu kennenlernen können. Absolut. Neu verlieben oder auch, oh Gott, gut, das haben wir auch wieder nach die Hose brodelt jetzt schon. Schauen wir mal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du hier bist und mit uns diesen fantastischen Abend gemeinsam mit euch natürlich bereitest. So geht's los. So geht's gut Live-Abend los. Und das erinnert mich so instant an meine erste Woche bei Giga. Sorry, erste Woche Giga, die Erinnerung, wo du dich in mein Herz gespielt hast. Wir kannten uns vorher nicht. Und wir hatten alle beim Essservice bestellt. Und du hattest Pasta in der heißen Aluschale, wolltest vom Lieferservice zu deinem Arbeitsplatz gehen. Sie ist dir runtergefallen, komplett auf diesem Teppichboden. Und du standst da, warst super enttäuscht. Und was hast du dann gemacht? Du hast dich gebückt. Ja, ich und hast vom Boden gegessen. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe dich so gefühlt in dem Moment. Weil du hast doch gesagt, scheiße, sind hier Zeugen im Raum, es ist mir egal. Und dann habe ich gedacht, so wie der, so will ich auch mal sein. Dass ich mich das einfach traue und es mir einfach mal vom Boden essen. Ja, so haben wir es jetzt auch hingekriegt. Ja, das gehört dazu, ein echter Knalleffekt. Ja, so muss das. Gut, dass der auch die Steckdosenleiste ist. Ja, die ist ja ausgeschaltet, ne? Ja, das ist okay. Arbeitsschutztechnisch ist ganz fein. Nee, schön, dass du da bist. Es freut mich immer noch sehr. Daneben, Martin, du bist ja mittlerweile wirklich von, du bist ja gar nicht mehr wegzudenken bei uns, ne? So vor nämlich. Der Kamera. Hast dich so langsam aber sicher hochgearbeitet. Bist ein treusorgendes Mitglied und mittlerweile auch ein sehr, sehr gern gesehenes On-Air-Gesicht. Schön, dass du auch du heute Abend dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen, alle Leute im Chat. Es freut mich, dass ich hier sein kann. Das ist ein bisschen spontan alles, aber ich glaube, wir schaukeln das Kind gut in den Schlaf heute. Ah, herrlich, das könnte auch ein guter Schlagertitel sein. Wir schaukeln das Kind gut in den Schlaf. Lass du nachher nicht streiten, lass du einfach eine CD aufnehmen in der Zeit. Hast recht, ne? Während andere verdienen schon jetzt Geld mit dieser Idee, während ich noch denke, ach, wie schön wäre es, damit Geld zu verdienen. Spätestens im Jahr treten wir auf Mallorca auf, ey. Im Bierkönig. Ja. Ja. Oh, ja, das alte Zeiten. Darüber wollen wir reden, denn wir haben noch einen gemütlichen Ausklang, ne? Also, wir starten eben jetzt mit Speed Rankings, dem neuen Format. Danach gibt's eine Runde Gamefights und dann ganz zum Schluss wollen wir noch eine Runde absacken, ne? Hier so gemeinsam. Aber natürlich nicht, bevor wir nicht den dritten in der Runde vorgestellt hätten. Berti, Neuzugang in der Games-Redaktion, kann man ja noch ein bisschen so sagen. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Und, ich dachte mal, ich hätte hier den besten Schnurrbart, aber jetzt Felix. Das ist nicht mehr der Fall. Schnurrbart ist Schnurrbart. Da gibt es kein besser oder schlechter. Ja, doch, dann hast du schon ein bisschen Zeit. Ich meine, man muss schon Mut haben, überhaupt einen Schnurrbiss zu tragen. Wobei heutzutage ist das ja, ne? Apropos, dein Finger. Mein Finger, gibt's gibt's den noch? Ja, natürlich gibt's den. Das ist ein Tattoo, das geht nicht mehr. Also, Stichwort Schnurrbart, ne? Das ist so der Schnurrbart für die schlechten Zeiten. Ja. Er hat so ein Schnurrbart-Tattoo, also wie soll ich da mithalten? Ja. Also. Aber ziemlich beschissen gestochen und ich weiß immer noch nicht, ob ich es nachstechen lassen soll oder wegmachen. Mama, der Typ, da hat Dreck am Finger. Ja, so das ungefähr ist es. Den Kacker gefasst. Okay, wir wollen noch nicht komplett eskalieren, vor allem nicht mit 0%igen. Ja. Also, was wir jetzt vorhaben, ist tatsächlich ein Show-Experiment. Was ist in dieser Form. Auch noch nie auf den Sender gegeben. Es wurde innerhalb von 10 Minuten geboren, wird sich aber anfühlen wie 10 Jahre gereift. Dann hat es endlich jemand aus dem Keller geholt. Speedrankings nennen wir das Ganze und wir haben Folgendes vor. Wir haben da vorne eine Schüssel mit diversen Themengebieten und wir werden heute die Aufgabe uns stellen und sie hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit meistern, dass wir innerhalb von 5 Minuten zu dem gewählten Themengebiet eine Top 5 aufstellen.
Ob wir wissen nicht, was drin ist, wir machen das nämlich wie folgt. Wir ziehen gleich drei Zettel mit drei Themen und dann dürft ihr da draußen entscheiden per Chatvote, welches Thema davon von uns in eine Top 5 gebracht werden soll. Und dann dürft ihr hinterher natürlich auch sagen, ob ihr das jetzt gut fandet oder schlecht. Und wenn ich sage Grimme-Preis, dann sehe ich vielleicht Speedrankings. Vielleicht auch nicht, weil ich nicht wusste, wie ich den Satz beenden will, den ich gerade begonnen habe. Oder irgendwas über Senf. Oder, ja, so, ach man, alte Wunden heilen schlecht, vor allem, wenn man sie mit Senf bestreicht. Gut, ihr Lieben, wollen wir einfach mal knallhart reingehen? Natürlich. Und einfach uns warm reden. Auf geht's. Dann würde ich sagen, wählt doch jeder mal, zieht doch jeder mal einen Zettel und sagt uns, bitte, was drauf. Freddy, greif zu. Eine Reihe durch. Soll ich direkt auch vorlesen? Ja, kannst du gerne machen. Oh, 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 ja, okay. Alter, das ist nicht mal so gaming-relevant. Top 5 Sinne. Schmecken, fühlen, riechen, etc. Die 5 Sinne in eine Top 5 Reihenfolge bringen. Wie viele Sinne gibt es? Dumme Frage, gibt es überhaupt? Das finde ich ziemlich philosophisch. Das ist echt ein krasses Ding, ne? Riechen. Das ist ja wirklich, darüber könnte man eine 2 Stunden füllen. Sehen. Hören. Machen wir gleich. Ja, Funfact dazu, ich hatte mich vor über einem Jahr mal mit Corona infiziert und seitdem rieche ich nichts mehr. Grüße gehen okay, auf Platz 5. ich riech dich leider gerade zu gut. Platz 1. Okay, über die Sinne sollte soweit kaum reden, wir dann drüber. Martin, was hast du denn für einen Zettel gezogen? Dann haben wir noch die Top 5 Mario-Character außer Mario. Also aus dem Universum wahrscheinlich gedacht, so die mit Mario abhängen oder vielleicht auch mal mit ihm in Urlaub gefahren sind oder so. Und ja. Okay. Die berüchtigten Mario-Urlaube. Ey, du weißt selber, ne? Was der Sunshine Island oder ja. Also. Ich habe die Top 5 Fortnite-Gastauftritte. Uff, was? Mir fällt nicht mal einer ein. Oh Gott. Ja. Ich kann mir sehr viel vorstellen, ob das dann stimmt oder nicht. Das ist eine andere Sache. Gut, dass hier die Fortnite-Elite sitzt, aber ja. Ja. Ihr könnt jetzt abstimmen. Die Befehle, unter denen selbiges passiert, die solltet ihr jetzt eingeblendet bekommen. Denn ich habe sie noch nicht. Aber da stehen sie auch schon. Also, für die 5 Sinne, Ausrufezeichen Top-Sinne. Für die Mario-Charaktere, die nicht Mario sind, Ausrufezeichen Top Mario. Und für die Top 5 Fortnite-Gastauftritte, Ausrufezeichen Top Fortnite. Eine Minute habt ihr zum Abstimmen. Wenn wir jetzt darüber reden, während ihr da draußen votet, habe ich so ein bisschen Angst. Dass wir beeinflussen. Nee, ich finde auch, wir sollten das jetzt gar nicht zu sehr sagen, dass wir am liebsten das mit Mario oder den Sinnen haben wollen. Gott behüte. Aber ich bin auch ein riesen Fortnite-Fan wie ihr. Also wenn es nicht Fortnite würde. Nee, ich find alle drei ziemlich gleich bescheiden. Nein, ich habe schon meinen Favoriten. Du hast einen Favoriten? Ja. Ich weiß, wen ich... Ja, okay, Barry. Ja, yes, darf ich jetzt echt sagen, was ich gerne haben würde? Ich weiß es nicht, wir müssen sich alle ausbaden gleich, ne? Also, lieber Chat, ihr sollt natürlich voten, worauf ihr Bock habt, aber ich hätte tatsächlich Bock auf die Top 5 Sinne. Ich meine, weil wir reden gleich 2 Stunden oder 3 Stunden genug über Spiele und da habe ich nichts dagegen mal. Aber mit Fortnite könnten sie uns alle schön in die Kacke reiten. Ja, aber Sinne, ich meine, wir wollen alle endlich mal die Klarheit haben, oder? Die besten Sinne. Also, was ist denn jetzt wirklich der Top-Sinn? Gehört das ist die Frage noch nicht gestellt. Ups, Voting ist abgelaufen, okay. Oh Gott, ey. Hose runter, dann lass uns mal schauen. Was ist das Erste, was wir ranken müssen? Oh es Gott, sind nein, Mario. Ja, seid doch froh, jetzt mal ganz ehrlich. Okay, Mario ist es, es waren über 50%. Ja. Ey, ganz ehrlich, Fortnite, das wäre doch ein Desaster geworden, oder? Nee, also zum Glück nicht Fortnite. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen, der da irgendwie ich folge gut, Fortnite. Gut, dass wir das nicht eben gesagt haben, damit wir uns nicht in selbiger reiten. Oh. Hallo, Martin! Oh, ja. Danke. Hallo, ich hab, Martin. Ich habe einen Kram gemacht, der nicht gut war. Ja, aber damit hast du direkt mal die Fallhöhe möglichst niedrig gesetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 5 Minuten. Regie startet die Uhr und dann geht unsere Diskussionsrunde los mit den Top 5 Charakteren aus dem Mario-Universum, die aber nicht Mario heißen. Okay. Ich nehme mal sowas hier zum Schreiben. Ja. Die Uhr läuft. Ich würde einfach sagen, es muss ganz, also Luigi, oder? Ach so, schreiben wir nicht auf. Nee, wir diskutieren es aus. Okay. Wir, das ist keine Gamefights. Luigi. Okay. Ja, also für mich wäre Luigi Platz 1. What? Ey, das ist sein Bruder, der hat Solo-Auftritte in Mario Brothers, sind die zu zweit aus der Scheiße gekrochen, im wahrsten Sinne. Aber komm, genau, das ist doch der Punkt, es ist sein Bruder. Wer denkt denn, das ist genauso wie wenn du als Freundin bist. Seine Freundin etwa? Ich wollte nie mit meinem, hätte ich einen kleinen Bruder gehabt, ich hätte wieder nie mit
mit dem abgehangen, weil es einfach mein kleiner Arschbruder ist. Ja, aber heute sagst du doch, ja, boah, geil, dass ich mein, das ist so ein geiler Bruder. Ich wünschte, die ganze Welt würde ihn so lieben. Also, ja, ich, warte, ganz kurz, es geht ja um die Top 5. Ja. Wir sind nur sicher, ja, dass Luigi auf jeden Fall drin ist, oder? Ja, klar. Ja, okay, auf, also Luigi ist eins. Auf Platz 5, so würde ich. Was? Maximum. Okay. Also ich schmeiß auf jeden Fall rein schon mal Peach, weil ohne Peach gäbe es gefühlt alle Mario-Spiele nicht, weil Mario hat nichts anderes zu tun, als Peach aus der Scheiße zu... Ja, aber muss man eigentlich sagen, Peach, dass sie jedes Mal wieder in der Scheiße landet, was für eine dumme Sau. Ja, also klar, ganz ehrlich, trägst du ein T-Shirt mit Peach oder mit Luigi, wenn du die Wahl hast? Peach ist so toll! Ich hatte mal ein bisschen Crush auf Peach, also... Okay, okay, ja, okay, fair enough. Okay, aber eigentlich auch Toad. Ich hatte keinen Crush auf Peach. Toad, oh, Toad bin ich schon fast Platz 1 bin ich definitiv... Oh! Platz 1 oder Platz 2? Okay, lass noch mal sagen. Und? Guck mal, wir haben 3 Minuten 4, also... Yoshi. Definitiv Yoshi. Und dann aber auch, wer Yoshi sagt, muss Donkey Kong sagen, oder? Erzrival. Er hat eine rote Krawatte. Ja, und ich meine, es ist der erste Feind, ne? Donkey Kong, Mario versus Donkey Kong, da ist auch schon Peach. Die haben einen langen gemeinsamen Weg. Pauline war das. So. Das war nicht Peach, ne? Ja, und deswegen sitzt du da und nicht hier. Donkey Kong muss eigentlich schon rein. Ey, mein persönlicher Favorite, aber ich glaube, den würde ich niemals reintun, ist Lakitu, weil ich einfach geil finde, dass der Typ einfach auf einer Wolke reitet. Ja, das ist schon ziemlich fliegen kann, wohin er will. Schön, aber schon sophisticated. Ich bin dafür, dass wir Luigi raushauen und dann Wario reinhauen. Wario? Nochmal, stopp. Wario, stopp. Yoshi ist drin. So. Also wir haben Einigung, dass Peach, Toad und Yoshi drin sind. Du kannst doch nicht, wieso kannst du denn Luigi raushauen? Wir hatten doch schon, das Jahr von Luigi gab's schon, es war ultra fucking boring. Aber was soll denn da noch kommen? Der Typ, der Lakitus Wolke gebaut hat, dessen Namen niemand kann? Das ist der grüne Mario entlang. Das ist Fahrt. Okay, alles gut. Ich schreibe einfach nur mal mit. Lakitu, ja, ist drin. Oder nicht? Oder ja, Lucky Two finde ich auch gut. Ja. Also, ey, das ist einer meiner Favorites, aber ich habe es einfach gepitcht. Da hat der Berti vollkommen recht. Ich finde Lucky Two ist auch super schon cooler ikonisch, Typ. Ja. Typ. Und dann auch als Gegner als Arschkrampe, ne? Weil der halt immer diese Dinger runterwirft und ich habe diese Level bei Super Mario Bros. Gehasst. Und die krassen Stellen in Mario findest du immer nur, wenn du es schaffst, auf Lakitus Wolke zu jumpen. Gut, ja. Und dann kannst du überall hinfliegen und dann kommen geheime Level. Und das ist der Real Shit von Super Mario. Okay. Mario Kart ohne Lakitu vorhin, das geht auch nicht. Mario Kart ohne Lakitu? No. Ja, und wer holt ein Mario Kart, wenn du einen Graben fährst oder absolut Scheiß baust? Lakitu. Ja. Lakitu ist drin, er hat mich vollkommen überzeugt. Yoshi ist gesetzt, Toad ist gesetzt, Peach scheint gesetzt. Luigi ist nicht gesetzt. Bei Peach bin ich mir definitiv noch nicht so sicher. Okay, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige mit verstanden bin. Ich finde Peach auch so ein bisschen fad. Die ist ein bisschen langweilig. Ja, Peach, dann muss man, wenn man Peach reinnimmt, muss man auch Luigi reinnehmen, ganz im Ernst. Es ist so auf der Vielleicht sollte man auch einfach mal dem ganz normalen Goomba-Respekt zollen. Oh, ist auch. Ja, aber ganz ehrlich, wir sind doch jetzt hier nicht von den Sidekicks aus der dritten Reihe. Top 5 Mario-Charaktere, es gibt Millionen. Okay, Wario. Prominent. Wario. Aber wie kannst du denn Wario einem Luigi vor... Mir tut mein Herz blutet. Weil Wario definitiv mehr Pizza essen kann, was man im Bauch bringen kann. Luigis Mansion, der hat einen Staubsauger, der hat eigene Franchise. Der hat einen Staubsauger. Die Weltraumputzer hat auch einen Staubsauger bei Spaceballs. Ja, und okay, ich bin für Luigi drin. Erste Abstimmung. Ja, Luigi, wer ist noch für Luigi drin? Komm, Berti. Martin, nur weil Felix neben dir sitzt, musst du keine Angst vor ihm haben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Nein, gar nicht. Nee, Luigi ist nervig. Okay, hab ich schon mitbekommen. Okay, dann was? Runners-up. Wario. Wer will Wario drin haben? Der Wario hat einen geilen Schnauzbart. Ja, ich. Ne? Er ist ein bisschen. Alle, und er ist nicht immer dieses familienfreundliche, nette und. Oh, it's a me! Luigi. Er ist halt ein Assi und furzt viel rum. Ja! Ja, okay, das ist doch ein Ärmchen, wenn ihr wollt. Das ist jemand, mit dem man sich identifizieren kann. Nee, das ist eher ein Grund dagegen, weil ich mir vorstelle. 45 Sekunden, wir haben noch nicht mal das Teilnehmerfeld. Toad Platz 1, let's go. Toad 1. Nein, Yoshi 1. Oder Yoshi. Okay, ich gehe d'accord mit Toad 1, aber Yoshi 2. Toad 1, Yoshi 2, soll mir recht sein. Peach. Lakitu 3 dann oder was? Lakitu 3. Lakitu 3. Donkey Kong 4. Ja, DK 4. Okay, safe. Wario 5. Also 5 jetzt, Wario, Peach oder Luigi? Wario! Ich sag Luigi wegen Luigi's Mansion. Ja, komm, ey! Ne, da bin ich bei Wario. WarioWare ist schon geiler. Ey, wir sind 2 zu 2. Hey, Super Mario Land auf dem Virtual Boy. 3D. College Spiel die Chefkarte. Ja, wer kennt es? Niemand. Oh, genau. Weil die alle verfeuert wurden in der Wüste, Bobi. Spiel die Chefkarte, du. Jetzt Felix, ey, Luigi, ist sorry. Jetzt ist du Mainstream-Hut. Ich zieh jetzt einfach hier. Pass auf. Jeder darf mal den Joker ziehen. Luigi, okay. Was ist mit Bowser? Niemand mehr. Ja. Habt ihr abgekanzelt? Ey, ich glaube, wir gehen schon aus dieser Pre-Show und hassen. Alter, ich wollte gerade sagen, nachher noch Gamefights. Es ist jetzt schon. Ich bin jetzt schon so wütend. Aber mir gefällt das. Jetzt schon richtig gut. Ich habe jetzt schon richtig Spaß. Ich habe jetzt einmal die Karte gezogen. Jeder darf einmal overrulen. Wollen wir das als kleine Bonusregel? Solltest du zu solchen Konfliktsituationen kommen? Okay. Was? Finde ich gut. 2 gegen 2 steht bei Stimmen. Genau. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich euch mit Lakitus überzeuge. Ich dachte, Der ist auch schon cooler. Oder Dude. Ja.
Der ist ja zwischen Feind und Freund irgendwie wechselt und der ich mal. Ich finde es gut, dass du jetzt schon vor Gamefights dein Pulver verschießt. Das ist wunderbar. Ich darf's ja, ich muss ja nur judgen nachher. Deswegen, gut. Und dann lerne ich euch schon mal so ein bisschen kennen und hassen oder lieben. Okay, also die Reihenfolge, die wir jetzt haben, nochmal einmal fürs Protokoll. Die ultimative Speed-Rankings-Liste der 5 besten Mario-Charaktere, die nicht Mario heißen, ist auf Platz 5 Luigi. Was? Auf, haben wir jetzt tatsächlich Luigi reingenommen? Ja. Das war der, das hab ich overruled. Boah, du bist so ein... Ja, kannst du dir dann nachher mir heimzahlen, wenn es um die beste Konsole geht und du sagst Intellivision und votest mein Super Nintendo weg. Ja, okay. Wird genauso okay, passieren. Wir werden sehen. Also, Platz 5 Luigi, Platz 4 Donkey Kong, Platz 3 Lakito, Platz 2 Yoshi und auf dem ersten Platz der allseits geliebte Pilzkopf Toad. Toad. Ja, schon ein geiles Ranking. Ich finde das eigentlich eine ganz ja, geile, ein ganz geiles Ranking, bis auf... Genau, aber ihr dürft jetzt entscheiden, denn wir sind zufrieden, sonst hätten wir das ja nicht abgeliefert, ob wir unsere Hausaufgaben gut gemacht haben. Wir wollen von euch einfach nur wissen, yo, die Top-Liste war eher gut oder die war eher schlecht. Keine detaillierten Noten, sondern nur das Pendel geht Richtung geil. Hier, schlecht. Auch im Chat, kein Wario oder Bowser, was für eine ja, Soft-Good-Guy-Liste. Es stimmt, ich muss Wario wäre so drin, weißt du, einfach so als... Ach stimmt, an Bowser habe ich auch gar nicht gedacht. Ja, an Bowser habe ich kurz gedacht, aber irgendwann waren wir so auf den Good Guy-Trend, da dachte ich so, nee, kannst die Party nicht crashen mit... Ich hasse Bowser. Okay. Das Auslegungs- aber ihr könnt, jetzt Bowser? Biedert euch doch nicht an, nur weil irgendjemand sagt, der Bad Guy muss immer drin sein. Wenn am Ende des Tages jeder dahergelaufene Bösewicht... Du bist gerade der Bad Guy, weil du hast die Liste versemmelt mit Luigi, ey. Ich bin quasi der Vater von Peach, der König, oh, der hier gerade gesagt hat, so machen wir das. Und gleich darfst du der König ich sein. Ich möchte nichts über diese inzestuösen Machenschaften wissen. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir Peach rausgevotet haben. Weil ich meine, ganz ehrlich, stell euch doch einfach mal vor, 100 Kinder gehen in den Spielwarenladen und haben die Auswahl zwischen den Figuren. Von allen, die da sind, würde ich fast sagen... Oh, da ist Yoshi vielleicht Platz 1 tatsächlich. Ja, aber Peach wird wahrscheinlich eher der Ladenhüter sein, oder? Ja, Luigi aber... Ich meine, die kann ja nichts dafür, weil sie ja auch immer so lange als die... Luigi so, auch, weil wenn du eins nimmst, dann nimmst du Mario. Oder Wario, weil das ist halt wie bei Knight Rider, Michael Knight, dann hast du den Evil Michael Knight hier mit seinem Bärtchen. Ja. Der nicht mit Kid rumfährt, sondern mit K. Das ist Wario. Ja, aber der war ja auch cool. Ich, nichts gegen Wario, aber Leute, ist doch, wir könnten auch eine Top 30 machen und würden streiten. da kommen die Hammerbrüder um die Ecke, die sind auch cool. Die Hammerbrüder? Ja, die Gumbas. Du hast, natürlich, es gibt viele geile. Der rote Shy-Guy. Wir mussten der halt. Shy Guy. Der schwarze Shy-Guy. Vote die Shy-Guy, das wäre auch schön gewesen. Ich glaube, wir haben genug Voting-Time. Ihr habt abgestimmt, wie gut, durchschnittlich oder schlecht das Ganze war. Lass mal gucken, denn ihr seid ja die, die über uns urteilen. Durchschnittlich 50,9, 31 Flop-Marge. Flop auch 30. Ja, danke, Luigi. Danke. Gut. Ja, macht euch ruhig lieb Kind bei unserem Gast. Es wird euch nichts nützen. Okay, super geil, hat aber schon Spaß gemacht. Ja, das fand ich gut. Ich mag das. Okay, nächste Runde. Ich würde sagen, ihr greift einfach wieder rein, denn es gibt ein neues Thema, was es zu voten gibt. Den die legen wir mal daneben. So. Die sollen ja nicht schlecht werden. Ja. Vielleicht können wir das nächste Mal nochmal. Oh, oh, oh. Kann man das lesen? Ja. Oh mein Gott. Top 5 Nintendo-Konsolen. Oh, Top 5 Cocktails. Ist alle auch 5? Oh, oder ja. Top 5 Cocktails. Okay, Nintendo-Konsolen, Cocktails. Und also Cocktails, das ist schon geil. Top 5 Super Smash Bros. Charaktere. Ja, hey, da waren wir doch eben fast. Ey. Ja, da waren wir echt schon. Okay, ganz schön viel Nintendo drin bisher. Ja. Aber gut, keine Ahnung. Also, was haben wir? Wir haben zur Auswahl, nochmal fürs Protokoll und damit die Regie quasi auch mitschreiben kann in diesem Moment: Nintendo-Konsolen, Cocktails, Smash Bros. Das sind die drei Listen, zwischen denen wir jetzt quasi ein wenig alternieren, beziehungsweise ihr dürft jetzt entscheiden, indem ihr die entsprechenden jetzt gleich eingeblendeten Befehle fleißig in den Chat tippt. Also ich hab und ich bin sehr, sehr gespannt, was es gibt. Nintendo-Konsolen, ihr kennt das Spiel, Cocktails. Smash wäre halt heftig. Allein das Voting-Zeit ja so Ich hab ein Thema, da könnte ich so erzählen von. Ich hoffe, das wird gewählt. Ich glaube nicht, aber es wäre so geil. Also, lass mich raten, hat das was mit Cocktails zu tun? Ich glaube, Felix ist ein richtiger Cocktail, eine Cocktailmaus. Da könnte man jetzt wirklich. Das ist wirklich interessant, da bin ich ja relativ unbeschlagen. Für mich gibt es nur die schnell übersäuern und die langsamer übersäuern. So. Ich bin auch mehr der Longdrink-Typ. So Cocktails sind echt nicht so mein Ding. Naja, ein Longdrink ist ja eigentlich auch. Deshalb. Kann man das als Cocktail? Aber würdest du dann sagen, dass, also. Aber ich könnte mindestens drei sagen, wo ich sage, die müssen da drin sein, weil sie so definitiv sind. Und einen vierten. Ja, Colin, ich bin total gespannt. Mojito? Schon. Mojito? Ja, aber der Mojito muss safe rein. Trinkst du Mojito? Mojito? Zack.
noch ein kleines Urlaubserlebnis, das Colin also, und ich hatten. Erzählen wir nachher später drüber. Wenn ich in den Chat schaue, ich glaube, ich weiß schon, was. Oh, Löffelmesser, Griebe, Cocktails, das wär's. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja, aber das müssen wir quasi aufzeichnungstechnisch splitten. Also das könnte schwierig werden, ne, so vom Dings her. Wir haben noch eine Sekunde, die Zeit ist abgelaufen, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir waren sehr beeinflusst, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt, aber warum auch nicht? Ihr lasst euch ja manipulieren, so wie es euch recht ist. Also über 50% Cocktails. Sind wir ready? Okay. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, startet den Timer. 5 Minuten für die Top 5 der geilsten Cocktails. Okay. Mojito rein. Ich muss so sagen, hier. Ein Cocktail, der drin sein muss, Long Island Iced Tea, weil er einfach unglaublich ballert. Ja. Ne, wenn man einfach mal für wenig Geld einen drin haben will, dann Long Island Iced Tea. Schön für dann sauber argumentiert. Der älteste Cocktail, den es gibt und meines Erachtens auch mit der leckerste, ein Old Fashioned Whisky. Ich bin ein riesen Whisky-Trinker. Trinker. Und hast du heute deinem Hobby schon gefrönt? Und dann natürlich die italienische Variante zum Long Island Iced Tea, der Negroni. Ja, der Negroni. Daniele Negroni oder wie... Ach nee, das war der. Ach, vergessen. Das ist ja quasi. Negroni ist auch einfach nur Alkohol mit Alkohol mit Alkohol mit Alkohol. So, also das ist ein Stani-Getränk, da muss man nicht mehr drüber diskutieren, aber deswegen ist es halt einfach gut und jeder mag es irgendwie. Der Mojito. Der muss Mojito? Mojito? Der muss schon mit Mojito. Rein. Okay, wir sind. Also ich würde auch noch einen reinbringen. Ja. Du geht das Cocktail durch und das ist der heiß. Was guckt ihr alle so? Ich fange schon, ihr guckt mich alle so an. Die Messlatte ist hoch. Herr Polizist, nein, ich habe nicht den Kackhaufen in den. Das war der da hat in den Postkasten gepackt. So habe ich mich gerade. Das war nur zweimal, okay? Okay, cool. So, ja. Und das hast du abgesessen. Okay, der Moskau Mule. Ja, komm. Geil in dem Becher. Vielleicht, was vielleicht sollten wir auch erklären, was in den Cocktails drin ist. Ja. Okay, wir hätten jetzt 5. Aber ey, Top 5, ne? Ja. Also wenn wir jetzt nur sagen, das Auto, das keiner kennt, das ist Platz 1 der geilsten Autos aller Zeiten. Nicht, dass ich den Negroni kleinreden will, ich kenne ihn nur nicht. Aber Negroni ist wirklich ein Klassiker und ist ein ultra leckerer Cocktail. Den kannst du auch als Aperitif, als Digestif und zwischen während dem Steak trinken. Ja. Ist wirklich fantastisch. Felix, willst du bei meiner Hochzeit irgendwie der Barmann sein? Hey, das ist richtig geil. Ich mix bis zum Umfallen. Also, heute, ab jetzt nur noch Negroni. Was anderes haben wir nicht mehr. Es kommt natürlich auch die Frage, ist Moskau Mule ein Cocktail? Sind Long Drinks, zählen die als Cocktail? Oder ist Long Drink, sind wir da so penibel? Man mischt zwei Dinge. Eigene Sparte. Ja, was hast du? Man mischt zwei Dinge schon. Weil dann muss ist dann schon Cocktail, meinst du? Ja, weil halt alles andere ist Arbeit, ganz im Ernst. Dann muss ein Gin Tonic. Cola-Korn ist halt jetzt auch wirklich kein Cocktail, oder? Feinkredenz. Ja, echt. Ja, okay, wenn man so kommentiert, ne? Aber Cuba Libre, zählt das zum Beispiel? Cuba Libre ist, glaube ich, ein Cocktail. Ist halt Rum, Cola und Limette kommen. Krass populär, Kai Perinha, krass populär. Planters Punch, Sex on the Beach, Zombie, wer liebt sie nicht? Alle krass populär. Ich wollte nur noch mal ein paar Namen, die auch ich kenne, weil sie auf jeder Tourikarte der Welt stehen. Sex on the Beach damals im Bulgarien-Urlaub zu Tode gesoffen. Ja gut, dann warst du zweimal beim Arzt und dann warst du es mit den Tabletten wieder weg. Wollte ich mich kriegen lassen, sorry. Nee, also aber keiner davon noch, würde es mal den Mix, was du sagst, noch, das muss rein, was ich gerade genannt habe. Ich bin ja echt bloß bei Cuba Libre, das ist so mein All-Time-Favorite. Obwohl ich hier sagen muss, Bertie hat neulich was ganz Geiles angeschleppt und zwar Sekt mit Mate. Das ist auch kein Cocktail. Aber das ist geil. Ja, probier's mal. Sekt Martin. Ist kein Cocktail, aber ich weiß noch, was ganz Verrücktes in den Ring. Kein Cocktail. Und ich, Perversion des Lebens. Ich wollte jetzt sagen. Eigentlich auch nicht on-air als Sekt Martin, Bertie. Ich schmeiß noch was ganz Verrücktes in den Ring, was es bei uns in Deutschland sehr, nicht gibt oder sehr unbekannt ist, eine Michelada. Das ist quasi jetzt Bier mit Tomatensaft und Tabasco. Habe ich jetzt getrunken beim Mexikaner. Ja? Ja. Ist geil. Ne? Ich musste mich dran gewöhnen. Aber es ist kein Cocktail. Aber. Doch. Ja? Ey, komm. Ja. Also, nur weil Bier drin ist, heißt es nicht gleich, dass es kein Cocktail ist. Ey, Leute, wir wollen in Urlaub fahren. Wir haben noch 1:30 und wir diskutieren darüber, wohin wir fahren. Ja, okay. Und sind noch nicht im Auto. Also, wir haben jetzt, ich habe jetzt aufgeschrieben, Long Island Iced Tea, Old Fashioned, Negroni, Mojito? Moskau Mule und Cuba Libre. Und jetzt können wir das noch ergänzen, aber wir sollten langsam ins Ranking gehen. Ich finde, der Moskau Mule sollte gegen den Gin Tonic rauskommen. Oh. Gin Tonic ist aber kein Cocktail. Das ist halt die Frage. Auf allen Karten der Welt steht doch Gin Tonic. Ich gucke parallel in den Chat. Aber was ist bei Moscow Mule nochmal drin? Limette, Wodka. Biermischgetränk. Biermischgetränk, okay. Da nimmt es aber jemand ultra. Oh, Mai Tai wurde hier gerade noch. Ey, Leute, eine Minute. Jetzt kriege ich meine Michelada in der Regie. Dann so, wir bauen jetzt Ranking. Okay, Leute, also. Nummer 1. Long Island Iced Tea ist drin. Was ist denn der beste von denen? Ey, für mich Nummer eins, weil jeder das mag und jeder das irgendwann trinken muss, ist der Mojito. Gottverdammt. Ja. Finde ich legitim. Nicht vom Geschmack. Kann man nicht den ganzen Abend ist ein bisschen angebiedert an die Masse, aber ist ein Argument für eine Top 5. Okay, dann werde ich mich beugen wieder mal.
Mojito ist mein Luigi. Okay, Platz 2. Platz 2. Long Island Iced Tea, weil ja, auch jeder kennt. Und ich Long sag, Island Iced Tea ballert. Ja, okay, Long Island Iced Tea. Ja, ballert, haben sie aber gesagt, ist okay, Ballerargument ist immer gut bei einem Kopf. Dann haben wir jetzt noch Old Fashioned Negroni. Kann ich nichts zu sagen? Old Fashioned ist halt einfach für den feinen Gaumen, für den Whisky-Trinker, für den Madman unter uns. Für den John Hamm, der halt nachher seiner Sekretärin auf den Punkt. Ja, 10 Sekunden. Die haben sich vielleicht. Okay. Dann, also, Moskau Mule. Ja, natürlich muss rein. Ja. Ja, komm, Platz 3, weil er so geil ist? Ja, okay. 3. Old Fashioned, Platz 2, 4. 4 und Negroni 5. Sorry, ja, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Hey, ganz ehrlich, ich finde es eine ziemlich geile Liste. No. Ich bin nicht d'accord mit der 1, aber ich kann es verstehen, weil die hat einen Mass-Appeal hier, so ein Mojito. Und ja, ich finde es eine geile Liste. Okay, also eine Liste, von der ich alles mal probieren würde, wenn ich es nicht kenne und vieles davon. Ich würde mir die alle hintereinander sofort reinballern, wenn es sie jetzt hier geben würde. Okay, dann haue ich die Liste noch mal einmal kurz raus. Für euch da draußen, damit ihr jetzt abstimmen könnt, ob wir es diesmal vielleicht besser gemacht haben. Auf dem 5. Platz der ultimativen Top 5 der Cocktails ist der Negroni. Das sind quasi 4 Alkoholiker zusammengemischt. Ich kann es jetzt nicht alle sagen. Ich glaube, da ist Campari mit dabei, da ist noch andere Kram damit. Bier, Sekt und Doppelkorn. Auf Platz 4 ist der Old Fashioned, der Connoisseur, der John Hamm unter den toll hochpreisigen Kartengetränken. Auf Platz 3 haben wir den geliebten Moskau Mule. Gehe ich voll d'accord mit, finde ich super. Ihr nickt auch zumindest teilweise. Ey, wenn der wirklich im Kupferbecher kommt, absolut geil. Ja, super gut. Platz 2, der Long Island Iced Tea. Ja. Das der ist auch ein Klassiker. Da weißt du, da kannst du für wenig Geld lang Spaß haben. Ja. Und Platz 1 quasi so ein bisschen der, jeder kennt ihn, man mag ihn, gehört dazu, Mojito. So, das ist unsere Top 5 und ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Befehl eure Zustimmung oder eure Ablehnung kundzutun. Ich bin super gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch zufrieden damit. Also da kannst du es auch kaum richtig machen, oder? Also biedert man sich an den Massenmarkt natürlich, an. Du kannst jetzt sagen, du kannst auch so wie Sex on the Beach reinnehmen oder Zombie oder so, aber ich finde die meisten Cocktails eben einfach zu süß und ich finde, das ist eine Liste mit einem Mojito hat man den süßen, Moskau Mule geht auch ein bisschen in die süßere Richtung, aber wir haben auch dann Cocktails drin, die das Ganze auch in eine herbere Richtung führen und das finde ich eigentlich eine gute Mixtur. Ja. Ein guter Cocktail an Cocktails. Und wenn man alles zusammen macht, ist der Top 5 oder so, ne? Eine Sache, die ich euch fragen wollte, weil ich die auch im Chat gesehen habe und ich auch kurz überlegt habe, was haltet ihr von Caipirinhas? Ich fand die mal geil, aber finde die mittlerweile richtig beschissen. Ist so ein bisschen übergesoffen, ne? Ja. Also früher, als ich noch. Damals. In der Redaktion, jeden Tag. Zum Frühstück. Eine Bloody Mary. Ah, schade, dass wir nicht mehr in den 50ern leben, ne? Ist vielleicht auch besser so, ich weiß es nicht. Aber John Hamm und Madman hat mich natürlich gerade getriggert, diese Vorstellung, ein Büro zu haben, in dem einfach noch Alkohol steht und jeder Gast und bekommt einfach Alkohol angeboten. Die ganze Zeit. Ja. Es wäre schon mal schön gewesen, da zu leben. Also, es ist mal auszuprobieren, ne? So ein Schüleraustausch. Einfach mal so beruflich Alkoholismus ist cool. Ja. Also, nicht so cool. Nein, ja, ich glaube, ihr wisst. Ja, aber so wie Felix dir das alles erzählt, stelle ich mir ein bisschen dein Büro so vor. Dann so, ey, Ben, gut, dass du da bist, Ben zum Whisky. Ich habe die Bar geöffnet. Ich habe einen Caipirinha das letzte Mal zu Silvester getrunken. Da haben wir mit einem Nachbarn gefeiert und die hatten Dosencocktails. Und dann denkst du natürlich sofort, was ist das denn für eine Erfindung, die keiner braucht? Aber die waren teilweise nicht schlecht. Yeah. Mit Eis und im Glas hast du sofort. Also, es ging, war okay. Also. Moment mal, LMG. Mit freundlichen Dosencocktails. Oh. Die Sommeredition. Schön am Strand. Ich habe schon richtig Bock drauf. Haben wir denn mittlerweile eigentlich ein amtliches Ergebnis, das eure Zustimmung oder nicht findet? Haben. Yes! Das ist okay. Wow. What? Unfassbar toll, ist doch super. 39,4% durchschnittlich nehme ich auch noch als einen Win. Ja, definitiv. Sind zufrieden oder begeistert, ne? So würde man es dann sagen. Also wahnsinnig bei der Marge, 30%. 30% von euch haben halt keinen Geschmack. Oh! Hast du den Credits aber direkt wieder verspielt? Scheiße, das ist aber gleich. Jetzt, Kacke, ey. Das ist doch stimmt nicht. Ihr habt einen anderen Geschmack, der nicht so gut ist. Wir machen jetzt noch weiter. Wir ziehen noch ein bisschen Fishbowl, würde ich sagen. Ja, mach doch mal die Runde rum. Ja, let's go, ja. Das macht richtig Spaß mit euch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so Spaß macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist recht biased heute. Okay, jetzt bin ich gespannt. Berti, was haben wir? Top 5 Gamepads. Oh! Ich habe Top 5 Mario Power-Ups. Wie viel Mario haben wir heute Abend? Sorry, aber. Wer hat denn diese Liste gemacht? Mario? Im Endeffekt hätte ich die gar nicht vorlesen müssen. Oh, okay. Scheiße. Top 5 Schokoriegel. Boah, ja, Mann. Da bin ich raus. Jawohl. Hey, wir wollen doch nicht manipulieren. Ihr da draußen wollt doch jetzt die Möglichkeit haben. Wir Mario haben, hatten wir schon. Ja, Gamepads, Mario Power-Ups, Schokoriegel. Also ich hoffe nicht, dass es Mario Power-Ups werden. Ist sehr Mario-lastig. Würde es ja. Also nichts gegen deinen Schnurrbart, aber es ist schon sehr Mario-lastig.
Die Schnurris, die, ich glaube, die beeinflussen das hier. Ja, schon. Ja. Die Schnurris an einem Platz ist nicht gesund. Ja, ihr habt die Möglichkeit, ihr kriegt's eingeblendet. Top, Ausrufezeichen Top für Pets, Ausrufezeichen Top Power, Ausrufezeichen Top Riegel für den besten Riegel. Schokoriegel, um es präzise zu sagen. Aber ne? Man muss auch sagen, bei Schokoriegel ist hier die kritischste Person aller Zeiten dabei, ne? Ich habe mich aber dem noch nie gestellt. Also dieses, da geht es ja nicht, ist das Original oder die Fälschung. Das dürfen wir jetzt nicht sagen, weil das eigentlich ist es jetzt schon wieder so. Ja, ne? Manipulativ. Nee, du hast mit dem Mic Drop am Anfang ja auch überhaupt nicht in diese Richtung. Das war noch bevor es um die Abstimmungsphase geht. Der Chat vergisst schnell. Ich will ja nicht sagen, wen du wählen sollst, aber ich habe eine Pistole, die habe ich an einem, ne, so in die Richtung. No pressure. Herrlich. Der ist wunderbar. Ja. Wir haben noch 20, ich weiß auch Atos, nicht. Atos, Katos, Diabolus. Ich finde, also ich muss sagen, ich finde Mario Power-Ups am lamesten. Soll nicht manipulieren, jetzt gibt's sowieso nichts. Ein Blick ins Pad sagt, oh, da geht aber viel. Ich glaube, dass nicht einmal Mario genannt wurden. Carlos Laguera, Top-Schoko-Riegel wird möglicherweise nicht in die Wertung einfließen können, weil es Top-Riegel heißt. Weiß ich nicht. Nur als kleine Empfehlung des Hauses. Das ist so, wenn du sagst, warum kommt meine Post nie in München bei dir an? Ja, weil du sie immer an Felix Rick nach Berlin schickst. Oh, das ist, nein, es okay. Ist der Riegel. Es ist der Riegel. Moment. Da müssen wir erstmal dann auch definieren, was macht ein Schokoriegel aus? Weil zum Beispiel, und da kommen wir das sind wir schon? Punkt. Läuft der Timer schon? Der Timer läuft schon. Okay, der Timer läuft. Alles klar. Schokoriegel sind es. Du bist doch und vor allen Dingen überreden. Ist Pickup ein Schokoriegel? Geht's? Du meinst, weil er vielleicht schon in so eine Keksbreitenform geht? Nee, aber er hat Riegelform und er hat Schoko drin. Boah, schwierig. Ich würde es durchgehen lassen und zwar vor allem im Sinne der Zeit. Ja, bevor wir jetzt dann muss Pickup auf jeden Fall drin sein. Das können wir, ich schreibe es einfach mal auf die Liste. Ich nenne jetzt eine Sache, die, wo ich glaube, dass wir die alle dafür sind. Snickers. Snickers? Ich bin seid alle kein Fan von Snickers? Ich bin happy, solange keiner Mars oder Milky Way sagt. Ja, yeah, voll, Snickers. Aber Snickers? Das ist ja, aber Milky Snickers Way, ist, so, ey, ist so ein, das ist so ein, FC Bayern der Riegel. Das ist so, ja, okay, kann man... Ja, aber der gewinnt halt auch einfach immer. Ja, ich finde, Mars ist der FC Bayern. Aber ist egal, ich bin bei dir, ich bin auch Mars und Milky Way sind beides so die beiden langweiligen Brüder, die du aus der Schatulle ziehst, wenn die Party vorbei ist. Natürlich, machst mit einem Snickers absolut nichts falsch. Das ist wirklich ein Riegel, den kannst du. Aber wie viel machst du damit richtig? Ich sag, Felix, ich sag ja nicht, das ist Nummer 1. Ne? Der kann auch auf der 5 landen. Okay, ich habe Snickers aufgeschrieben. Snickers aufgeschrieben. Ich werfe auch einen in den Raum, es ist ein kleiner Exot, aber jedes Mal, wenn ich ihn esse, merke ich, wie geil simple Sachen schmecken können. Haltet euch fest, Ballisto Orange. Ja, wenn dann orange. Auf jeden Fall, nicht mit den Früchten und wenn dann nicht den scheiß Müsli-Riegel. Das ist nur der Korn-Schoko-Überzug. Ballisto schmeckt für mich wie Haarspray, aber alles gut. Ja, das werde ich dann. Martin, was hast du noch? Ja, ich bin halt gar nicht im Thema drin bei Schokoriegeln, ne? Am ehesten noch so. Bist du ein Mensch? dann nenne ich jetzt eine Sache, die ist relativ neu, aber seitdem für mich aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Das ist der Knoppersnussriegel. Yes. Nein, Moment. Da habe ich, den Battle-Bruder dagegen. Der Knoppersnussriegel sagst du, ich sag der Hanuta-Riegel, der tatsächlich... Nee. Der ist auch geil. Der ist gut, aber ist nicht so gut. Nein, ich würde sagen, der hat weniger Ingredienzen, schmeckt aber meines Erachtens besser. Ja. Er hat ihn, glaub mir, ich habe beide schon gegessen. Ich auch. Ich bin Profi. Ich habe beide schon gegessen. Ganz kurz dazu, um dieses Duell zwischen Hanuta und Knoppersnussriegel zu gewinnen. Für mich ist der Knoppersnussriegel besser. Der Hanuta-Riegel ist deutlich besser als das Grundprodukt. Als das Hanuta. Als ein Hanuta. Ja. Aber ein Knoppers an sich war schon geil und die haben auch den Riegel geil gemacht. Aber wir, Leute, nochmal, wir sammeln jetzt gerade erstmal noch Vorschläge. Jetzt kommt nämlich die nächste Frage, die du damit geöffnet hast. Ist ein Knoppers ein Riegel oder eigentlich ein Dessert im Quadratformat? Ich hab noch was. Nee, lass uns bitte klären, weil Knoppers, sorry, Knoppers ist so unglaublich geil. Aber das ist kein Riegel. Hat okay, kein Riegel, gut. Hanuta hat auch keine Riegel. Es gut. Ist halt aber Riegel extra. Und jetzt. Ja. Was hast du denn als Kind gern gegeben? Also Twix gibt's noch. Es gibt noch. Banjo. KitKat, der Erdnussriegel. Ja, KitKat. Der Erdnuss mit Erdnuss. Kannst du doch auch Snickers essen. Nee, weil das ist Erdnussbutter. Das Snickers hat White Chunk. Nee, weißt du schon. Ach, das heißt, Mann, wir fahren. Du willst nach Spanien, ich will nach Finnland. Oh, Knoppers. Knoppers ist eine Waffelschnitte. Okay, also Waffel, haben wir das geklärt. Also gut, ist gesund. Ich schreibe noch mal trotzdem auf. Du schreib mal den KitKat Erdnussbutterriegel, weil der ist der beste Erdnussbutterriegel, den es gibt. Da gibt es hier diesen komischen Snickers-Riegel mit Erdnussbutter, der ist. Oder mit na, das ist nicht so geil. Ja. Da ist ein Snickers besser. Da ist ein Snickers definitiv besser. Reden wir über Twix oder reden wir nicht über Twix, wenn wir über Klassiker reden? Ich finde Twix auch schon ganz geil. Auch bekannt. Ich würde Twix sogar, glaube ich, am Snickers vorziehen. Okay, dann würde ich sagen, Voting-Phase ist jetzt vorbei.
Weil, sorry, wir müssen jetzt auch mal zum Ziel. Okay, das kommt. Wir haben Pickup, hast du vorgeschlagen. Wir haben Snickers, Ballisto Orange, oh, wer liebt es nicht? Knuppers, Knoppers Nussriegel, Hanuta Nussriegel, KitKat. Du hast ihn noch nie gegessen, Hanuta Nussriegel, wie du deine Nase... Hab ich wohl, hab ich doch gesagt, dass ich ihn gegessen habe. Und ich sagte, der Knoppers ist besser. Du gehörst auch zu diesen Mainstream-Medien. Also ich glaube, worauf wir uns, glaube ich, alle einigen können, ist auf Platz 5 Snickers, oder? Der muss einfach rein. Ja, aber wenn wir die entweder oder... Ja? Aber wenn Snickers rein ist und Twix deswegen rausfällt, dann wäre ich schon auf. Frage ist nur Platz 1. Und da bin ich entweder bei dem KitKat Erdnussbutterriegel oder bei Pickup. Pickup ist so simpel und aber so geil. Hast du Pickup mit Spekulatius gegessen? Hast du den Pickup mit Spekulatius gegessen? 50 Sekunden, 50 Sekunden. Bis um 3 Uhr nachmittags besorge ich dir einen Pickup mit Spekulatius. Okay, aber nochmal. Pickup, wir reden jetzt, lass uns vom Standard reden. Pickup ist für mich die hässliche Schwester vom De Beukeler Schoko-Leibniz-Keks. Das ist ja das gleiche in grün, nur nicht so geil. Du bist nicht so geil. 30 Sekunden. Okay, off. Wir kriegen sich hin. Platz 1. Okay. KitKat, Erdnussbutter. Auf Platz 1? Ja, okay. Erdnussbutter ist das Geilste. Auf Platz 2, Snickers 5. Ja, das wird Knoppers muss rein. Knoppers auf 3. Auf 3. Und jetzt Ballisto Orange oder Hanuta Erdnussriegel? Hanuta! Was sagt ihr? Martin, du entscheidest. Ja, Ballisto Orange auf 4. Los. Yes! Geil, wir haben Haarspray-Riegel drin. Hab ich geil. Deinen Joker? Nein, hab ich nicht. Das klingt irgendwie was geil. Was ist jetzt passiert? Haarspray, wie ich hab grad nicht aufgepasst. Also, wer ist rausgeflogen? Leider der Hanuta Nussriegel, oder? Schmeckt nicht wirklich wie Haarspray. Ja, wir hatten schon Erdnussbutter drin. Also, Erdnussbutter noch mehr. Finde ich auch. Und das mit dem Haarspray, also, das ist doch nun wirklich. Echt jetzt? Das schmeckt für mich, als würde ich ein Haarspray oder eine Shampoo-Flasche essen. Ja, wenn du das nach dem Duschen isst, vielleicht. Ganz wirklich. Aber ich meine, ich mag den Ballisto-Riegel auch, aber im Vergleich zu meiner Nutella-Riegel ist es halt die Asbest-Tapete. Ne? Das ist halt schon ein bisschen, der ist dagegen schon Lost Cause. Ja, komm, aber das ist doch wenig, als ob du, na, ich will das nicht die Pepsi... Coca-Cola-Vergleich machen. Aber oh, ich hoffe, das kommt. Top 5 Colas. Das ist wirklich, Hanuta-Riegel kam später, bei uns zumindest, war hässlicher und buckliger als der Knoppers-Riegel. Egal, wir haben eine Top 5. Wir haben sie gefunden. Wir sind stolz auf sie. Ihr hoffentlich auch. Sie besteht aus folgenden Teilnehmern. Auf Platz 5, der Klassiker, einer der Klassiker, Snickers. Von Berti. Was sollte dieser Blick? Nein, das ist gut. Jetzt wird hier schon auf einzelne Leute projiziert. Was man muss auch sagen, Luigi von Colin. Nee, Leute. Ja, ihr habt recht, sorry. Es tut mir leid, dass ich so. Die mögt alles, Snickers. Auf Platz 4, der Riegel, der auch von Friseuren empfohlen wird. Ballisto Orange. Auf Platz 3, der Knoppers Nussriegel. Oh. Auf Platz 2, Twix. Und auf Platz 1, von dir gewünscht, Der KitKat Erdnussbutter. Und Pickup ist plötzlich, der ist gar nicht fantastisch. Das ist wirklich, das ist nicht dieses normale KitKat, sondern der hat da so eine schöne Lage und da ist wirklich viel Erdnussbutter drin. Mhm. Und Erdnussbutter ist halt einfach geil. Ja, wir haben jetzt zweimal Erdnuss, ne? Ja, aber das ist mein Argument. Also, wenn mir das jetzt, wenn ich jetzt googeln würde, besten Liste, und dann ist da was mit Erdnuss und dann gucke ich sponsored by Peanut Company Int. Ja, nachdem jetzt für diverse Schokoriegel. Ich meine ja nur, das hat so ein bisschen was von, woher kommt diese Vorliebe für Erdnüsse? Entweder vom Sponsor. Ihr dürft voten, ihr wisst, wie es geht. Die Befehle sind nochmal eingeblendet. Ich glaube, wir werden ziemlich untergehen. Ja, ich glaube, das ist eine schwierig. Das ist eine sehr, sehr schwierige Liste. Ja. Aber Martin, wie kommst du denn bitte schön dazu? Also woher kommt das? Hast du irgendwann mal dich bewusst gegen Schokoriegel entschieden oder hast du in deinem ganzen Leben quasi keine Erfahrungswerte? Ja, so als Kind wahrscheinlich schon mal ganz gerne gesnackt, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Aber mittlerweile ist mir das teilweise zu ungesund. Außer wenn ich hier mal im Flur so einen Heißhunger habe, mir irgendwas reinpfeifen will, dann geht mal so ein Corny oder sowas. Aber geil finde ich das nicht. Apropos Snickers, habt ihr die Diskussion bei Twitter mitbekommen? Dass jemand hat so einen Snickers ausgepackt und es hat auch immer so Wellen so obendrauf, die so aussieht wie so eine Ader von einem Fleischriegel. Okay, und dann gab es hier diesen Skandal, wo sich der Twitter-Account auch eingestellt hat so und hat gesagt, ein Foto von seinem Twitter, von seinem Snickers, jetzt, keine Sorge, ist immer noch da. Das war gerade eine Diskussion auf Twitter. Hab ich nicht mitbekommen. Ihr seid in den falschen Bubbles unterwegs. Ich hab auch das Vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ob ich da so traurig bin. Ich bin gespannt, was hab's auch gesehen, die Fußballpolizei. Also, es wird noch abgestimmt. Ich sehe häufig Flop. Ja, das ist. Kann man machen, ey. Wir haben es auch schwer. Wir haben es ja echt schwer. Das wunderbar nicht mal drin ist. Wisst ihr, was ist das denn? Hab ich noch nie gegessen. Ich kenne dich so ein bisschen. Das ist die Auslegeware an der Kasse, ne? Mhm. Wunderbar. So ein Ding, wo man nicht weiß, man nimmt mal mit für überteuerte Einzelpreis-Etikettierung. Ey, einer, den ich nicht reingebracht habe, weil der, glaube ich, einfach auch zu unbeliebt ist, aber so ein bisschen Guilty Pleasure von mir, Lion.
Oh, Line. Scheiße. Wir sind so dumm gewesen. Als ob ihr das geil findet. Ich liebe Line. Line ist gut. Line ist Hammer. Aber wisst ihr, was auch geil ist, was wir komplett vergessen haben? Wobei, das ist keine Schokoriegel. Mr. Tom. Ist ja auch wieder... Es ist Ground Control to Mr. Tom. Die Peanuts sind schon reif. Aber wie gesagt, Mr. Tom hat keinen Schoko. Und meine kleine D-Vene macht mich schon wieder... Scheiße, was ich komme. So, ich denke wir... Ja, danke, Bertie. Wirklich. Nein, es ist absolut richtig. Oh! Ey, vor allem, okay. Fällt gerade erst auf, mein absoluter Lieblingsschokoriegel ist ein Kinder Bueno und das habe ich auch nicht. Ich sag, oh, ja, das geht noch als Regel durch. Ich sage, das Ballisto ist schuld daran, dass wir so gelost haben. Das, ich. Ey, das Problem ist, das sagen Leute, die Ballisto vergessen haben. Sorry. Ballisto wurde ja, irgendwann mal vergessen als etwas unglaublich geiles. Das Problem ist, viele Leute denken Ballisto automatisch an den scheiß Müsli-Riegel, den die Eltern fälschlicherweise gekauft haben. Den grünen. Dann, nee, das war der mit Haselnuss. Der grüne, der lilane war der mit Müsli, mit den Beeren. Ah, mit, ja, mit diesem, diesem Fruchtteil, ne? Mit so rosinenähnlichem Gesocks. Ach, das war nicht gut. Wirklich Früchte. Und deswegen hat Ballisto eh schon so eine Vorbelastung, ja, glaube ich. Aber nicht die Orangen, das ist ja wirklich geiler Knusperkeks. Der ist schön bröselig, wird aber gut zusammengehalten, hat nicht diese Knackintensität und genau das richtige Maß an Schokoüberzug. Dass du bei jedem Kau, bei jedem Bissen aber die perfekte Mischung aus Schoko und dieser Keks ist schon ein bisschen trocken, ne? Ist schon ja, so ein aber bisschen nein, er wird ja bröselig. Ausgemauschelt durch die Schokolade. Das ist ja der Gag dabei, dass du nicht am Schluss so eine Bröselkante runterwürgen musst. Mm. Die ist mit der Schokoschlonze, das ist eine Lawine. Die kam sehr gut an, wie man gesehen hat am ja, Chat. Ja, aber entschuldige mal, das lag, guck mal hier, lila Ballisto, na geil, ich hab nur gelesen, Ballisto geil. Ey, einer schreibt's auch, wie ich, Colin, deine Beschreibungen sind einfach nur geil. Jetzt habe ich auch Bock drauf. Jetzt greifst du sogar wieder zu, ne? Info ans Office Management, vielleicht mal die ungeliebten trockenen Müsli-Riegel austauschen. Ja, und bester Snack für Ballisto dazu. Ja, schön Kaffee dazu sippen. Ja, ich hab richtig Bock jetzt. Mhm. So, Leute. Verdammte S-Votings. Komm, eine Runde machen wir noch. Denn wir wollen, lieber Walle, wenn ich mich recht erinnere, wollen wir ja auch die Community noch mal zu Wort kommen lassen, um mögliche Vorschläge von euch, die ihr, während wir hier debattieren, die wir möglicherweise nicht in diesem Glas haben, denen auch noch mal eine Chance zu geben. Das ist richtig. Ja, das ist super. Hast du denn schon ein paar spannende Vorschläge gefunden? Ja, Colin. Okay, aber eine Runde aus dem Glas noch. Und, eine Runde dann machen wir noch. Komme ich mit meinen Community-Leuten. Alles klar, dann freut euch auf Walle und die Community-Leute. Wir machen jetzt erst noch mal drei Zettel. Boah. Berti. Top 5 Sidekicks in Spielen und Filmen. Oh, das ist, das für eine, das ist aber gewaltig. Das wäre gefühlt eine Game. Wir müssen das mal, ich würde sagen, wir machen es runter auf Sidekicks in Spielen direkt. Ja. Das ist ja noch Schokoriegel plus Chips oder so. Ja, ja. Das stimmt tatsächlich, ja. Also Sidekicks-Spiele sind wir mal so frei. Okay. Kannst du dann wieder Luigi nennen? Der ist ein Solo-Künstler mittlerweile. Ja, so, diesen Hass, den hast du nur, weil ich ihn liebe, um mir einen reinzuwürgen. Martin, was hast du? Wir haben die Top 5 Werkzeuge beim Schweizer Taschenmesser. Oh. Das finde ich, find ich ganz schön gut. Das finde ich auch fucking gut, ey. Ja. Aber wir wollen ja nicht. Wir möchten nicht beeinflussen. Okay, Taschenmesser, Spiele. Felix, was hast du? Top 5 Final Fantasy Spiele. Oh, Hauptreihe oder auch Spin-offs? Spin-offs schon mit dazu. Also Dirge of Cerberus natürlich Platz 1, ist ja klar. Ja, dann kommt Crisis Core. Ironie für alle, die es nicht kennen. Ja, genau. Obwohl Crisis Core war nicht scheiße. Geil. Das war gut. Final Fantasy. Dann würde ich sagen, der Vote ist eröffnet. Ihr könnt unter den üblichen Ausrufezeichen Top. Jetzt mal wirklich eine Frage. Kicks, Messer oder Final die entsprechenden Stimmen abgeben. Ich bin super gespannt. Berti, wovor hast du am meisten Angst? Hat irgendjemand von euch noch ein Schweizer Taschenmesser und benutzt es auch noch? Zählt ein Leatherman dazu? Das ist ja schon ein bisschen die Richtung. Gibt ja gewisse deckungsgleiche Elemente vielleicht. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, nehme ich in der Regel eins mit. Wenn ich mit der U-Bahn fahre in Hamburg, nehme ich ein Messer. Nehme ich ein richtiges Messer. Das ist ein Messer. Nee, das ist ein Messer. Klapp, 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 klapp. Das ist meine Axt. Ja, das ist ja auch so der Punkt. Ne? So ein Taschenmesser, da gibt es ja dann auch solche und solche. Ja, der eine hat nur die eine Klinge und die Nagelfeile. Und der nächste hat dann den Flaschenöffner. Lupe. Den Korkenzieher. Und jetzt kommt Korkenzieher haben sie fast alle. Stimmt. Haben sie, ja, ja, aber die, pass mal auf, das Geilste. Aber wir warten wir erstmal ab, was der. Ja, wir sind schon wieder, ey, wir beeinflussen. Ja. Weil es gibt nämlich zwei Elemente, die ich super geil fand.
Und, aber die möchte ich jetzt nicht nennen, weil, sorry, wir können, es kann ja auch sein, dass wir... Ja, cool, wir dann schweigen wir uns halt einfach an. So. Ich weiß auch gar nicht mehr... Jetzt ein Ballisto? Schweizer Taschen. Jetzt ja, ich brauche noch was Trockenes im Mund. Ja, du darfst das Schweizer Taschenmesser natürlich nicht verwechseln mit dem luxemburgischen Taschenmesser. Das ist jetzt ganz anders. Voting ist da. Oh Gott, das ist wirklich das Taschenmesser. Ja, ich glaube, wir haben vielleicht manipuliert. Okay. Wie beim Taschenmesser. Taschenmesser it is. Dann bin ich gespannt. Top 5 Elemente. Wir sammeln erstmal wieder. Ich meine, gut, an der... Klinge. Ja. Große Klinge wollen wir differenzieren. Es gibt ja immer eine große und so eine kleine, ne? Ja, wenn denn die große. Die große. Oder? Große Klinge. Große Klinge. Eine ist zu spezifisch. Große Klinge ist, das ist der Schokobelag des Schokoriegels. Ja. Das ist essentiell. Ohne Messerklinge kein Taschenmesser. Ist danach benannt. Flaschenöffner. Flaschenöffner. Muss. Definitiv Flaschenöffner. Dosenöffner dann bitte auch. Ich besitze kein Zuhause und mein Taschenmesser hat mir schon sehr häufig meine Dosen gerettet. Ja, man muss ja auch den Einsatzbereich des Taschenmessers sehen. Ja. Wenn du irgendwo bist und da ist vielleicht, du bist beim Camping und du kannst dir damit was einschmeißen und einen Dosenöffner, weil, ne, ist ja dann, um mal schön so eine Bohnendose aufzumachen oder so eine Ravioli-Ding, so ein, lecker. Kriegst schon wieder Bock auf Ravioli's. Ja. Oh, ich gebe dir gleich einen Euro, da kannst du dir eine Dose holen. Ich schlabber die auch kalt direkt raus. Ich weiß, wir wissen es beide. Was ist denn mit dem Korkenzieher, wenn wir schon dabei sind? Ja. Oder seid ihr alle überhaupt keine, weil das ist ja dann für Wein natürlich. Ist ja dann eher Glamping. Ja, auf jeden Fall. Ja, du nimmst den 5 Liter Tetrapack. Ne? Es ist mir schon auf so vielen WG-Partys passiert, dass immer jemand mal einen Rotwein mitbringt, aber das ist dann einfach kein Korkenzieher. So, drückst halt den Korken rein. Aber dein Taschenmesser hast du immer dabei. Ja, aber wenn du es hättest, dann sagt der Mann, der nie ein Taschenmesser. Habt ihr jemals ein Taschenmesser dabei? Ja, ey, nein, aber. Guckt euch da zur Inspiration. Oh ja. Oh, das sind gute. Passt mal auf, jetzt kommt nämlich noch eine Sache, die sehen wir da angedeutet. Ganz kurz. Ihr habt es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Ich hatte es mal und kann nur berichten, dass es Gold war. Der Zahnstocher. Ja. Ja, okay. Ist schon geil. Aus da kannst du aber auch irgendwie. Ja, gut, da kannst du ja auch was vom Wegesrand pflücken, willst du jetzt sagen. Ich hätte jetzt gesagt Schere und Schraubenzieher. Oh, Krautschrauben, Schraubenschlüssel. Ja. Auch ein Ding. Schere. Ja, aber. Valide. Kreuzschrauben. Ja. Falls du gerade irgendwie im Zelt bist und du willst die Perle mit einem Origami-Papierschnitt beeindrucken, kannst du die Schere rauspacken. Achso, ich dachte den Kreuzschraubenzieher. Ich war noch nicht da. Okay, Kreuzschrauber. Ja. Da haben wir jetzt auch eine Säge gesehen. Oh, Zange? Ja, aber die Säge ist ja so klein, die ist doch voll unnötig, oder? Also wo brauchst du so eine Minisäge? Oh. Ja. Für Mini-Essen? Was soll dieser Blick als Gott? Ja, die Säge stimmt. Wenn du Outdoor-Messen... Die ist mehr Show. Die ist so ein bisschen mehr Show, ne? Ich möchte auch mal wissen, wer jemals damit wirklich so sich entweder aus Gefangenschaft befreit hat oder auch natürlich so, fürs Lagerfeuer wird jetzt Holz in 2 Stunden. Ich hab schon einen Ast! Oder so, ne? Frage ist, würde Rambo mit einem Taschenmesser überleben oder braucht er immer so einen Riesenprügel? Der würde wahrscheinlich auch mit dem Korkenzieher. Was würde Rambo brauchen? Der würde den Korkenzieher immer benutzen, braucht sich Rambo die Zähne zu reinigen. Braucht Rambo einen Zahnreiniger? Um Augen rauszuziehen bei seinen Feinden, um sich hochzukranken. Also, okay, aber wir haben es gesammelt. Also, große Klinge, ist das eigentlich, kannst du nicht dran vorbei, oder? Kann man nicht dran. Ist das Wichtigste, würde ich auch sagen. Ist Platz 1, oder? Ja, ist 1. Okay, ich bin jetzt fast versucht, also ich wäre jetzt fast versucht zu sagen, Flaschenöffner Platz 2. Weil, weil es einfach... Es gibt viele oft Alternativen, aber das ist natürlich das Einfachste. Also bevor ich mir die Backenzähne ruiniere als naheliegende Alternative. Aber ich denke halt nur daran, wenn du es wirklich im Outdoor-Bereich nutzt, hast du wahrscheinlich nicht wirklich viele Flaschen dabei. Da hast du eher einen Container, wo du Wasser abfüllst von dem Bach oder so. Oder eine stiege Dose. Gut, du öffnest. Ja, aber wenn du dann würde ich ja nicht von 0,2 Wasser von der Nutzbarkeit für das eigentlich die eigentliche Intention dieses Werkzeugs als höher oder wichtiger einstufen. Okay. Also du würdest sagen, Platz 2 könnte der Dosenöffner sein. Könnte zum Beispiel. Ey, also ich wollte es gerade auch sagen. Ja? Platz 2 ist für mich echt der Dosenöffner. Martin? Ja, bin ich auch dabei. Aber da hast du eigentlich keine Alternativen, oder? Ja, also halt ist gut. Ein dickes Messer, aber. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch hier stehen den Dosenöffner nach wie vor. Aber Moment, ich habe ja, stopp. Dosenöffner war 2. Ja. Die habe ich doch fast verschrieben hier. Das wäre ärgerlich gewesen. Was machen wir denn mit dem Flaschenöffner? Würdet ihr ihn jetzt sogar. Ja, ich würde ihn schon raufpacken. 5 oder so. Gut. Das Ding ist halt, wenn ich das Ding so an sich schon habe, kann ich einfach damit aufmachen zur Not. Der ist jetzt nicht das so essentiell, dass ich den unbedingt brauche. Also, wenn denn eher so auf Platz 5, ist nice to have, muss aber nicht sein. Okay. Also, wäre jetzt bei mir so. Du meinst, weil es einfach keinen Ersatz dafür gibt? Also, dafür gibt es schon Ersatz, aber. Selber, ne? Ja, aber willst du es dir kaputt machen? Also, ich sag's dir. Das ist ein Schweizer Taschenmesser. Deshalb. Das hält alles aus. Ja. Das ist wie so ein Nokia BSDC. Okay. Also, dann machen wir pro forma mal Platz 5. Auch, Schere. Ja, ich sehe da. Und haben wir die Lupe überhaupt drin? Ne. Eine Lupe? Ja, können wir noch rein, aber Lupe, weil, also zum Feuer machen. Feuer machen in der Wildnis mit eines der wichtigsten. Aber wenn du in der Wildnis, also wenn du wirklich campen gehst. Da sind wir jetzt wieder dabei. Dann hast du doch ein Feuerzeug oder irgendwas anderes dabei, dass du dann sagst, was ist, wenn das Feuerzeug leer ist?
30 Sekunden. Wenn du kein schwarzer Taschenmesser hast, wie machst du dann die Flasche Bier auf, wenn da nur Gras ist? Was? Okay, okay. Also ich sehe tatsächlich eher den Schraubenzieher, weil den brauchst du, wenn du im Wald bist. Ja. Okay. Ja, aber also auch zu Hause, wenn du einfach keinen Bock hast, ja, oder wenn du mit dem Fahrrad runterzuholen, dann hier, mein Kreuzschrauber 3 oder 4? 3. Und die Schere oder Korkenzieher, Platz 4? Schere 4. Ja, Schere. Okay. Nee. Ja, 4. Doch. Korkenzieher 4. Was? Flaschenöffner 4. Was waren wir denn? Wo ist jetzt der Flaschenöffner gelandet? Wir brauchen doch gar nicht. Pass auf, ich hab ja protokolliert, ihr könnt mir vertrauen. Flaschenöffner. Also. Ja. Für alle Leute, die planen, ein Schweizer Taschenmesser mit konkurrenzfähigem Besteck, aber nur 5 Parts kostengünstig in den Markt zu bringen, hier haben wir die ultimative Top 5 der Elemente, die auf keinen Fall fehlen sollten. Auf Platz 5, natürlich, der Flaschenöffner. Ja, gut, dass der drin ist. Ich hatte schon Angst, dass du plötzlich so. Gut. Auf Platz 4, die Schere. Ja, die Schere ist gut. Auf Platz 3, Kreuzschraubenzieher. Nicht zu verwechseln mit dem Schlitzschrauber oder dem Torx. Ach, scheiße. Ja. Torx haben die neuen. Die neueren haben die wahrscheinlich auch, ja. Wäre wahrscheinlich der normale Schraubenzieher besser gewesen, ne? Aber Moment, ich glaube, der Schlitz ist doch auch fast immer bei dem Dosenöffner. Da ist doch immer so ein Schlitz dabei, den du mindestens zweckentfremden kannst. Könnte man, ja. Also wir haben ihn quasi mit reingedacht. Genau, ja, doppelt gemoppelt. Sehr gut, Colin. Ja? Sehr gut. So. Wir haben ihn nicht vergessen, wir haben effizient gedacht. Also ist quasi, könntest du auf die Packung schreiben, 5 Teile plus 1. Ja. Genau. Plus auch Zahnstocher, weil wir ja den Korkenzieher rausgebotet haben. Okay, wir waren jetzt bei Platz 3, das war, hatte ich schon gesagt, der Kreuzschrauber. Platz 2, der Dosenöffner. Sagten auch. Nein, das ist falsche Show. Platz 1, die große Klingel. Ja. Aber Dosenöffner ist schon, finde ich, extrem wichtig. Ja, ist es. Ah. Weil da stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht, wenn du da so diese Büchse hast. Ihr könnt übrigens abstimmen, wie gut, ne? Ihr kennt es, es wird eingeblendet. Haben wir euren Geschmack getroffen oder haben wir selbiges nicht getan? Ich bin gespannt auf das Voting. Ja, Dosenöffner, super wichtig, klar. Wer stand nicht da und hat schon mal gedacht, und vor allem diese, die sie einem leichter machen, die richtig anzusetzen, dann nimmst du lieber den alten Hebelmann, ne? Ja. Oh ja. Ich habe jetzt richtig Bock auf ein Taschenmesser. Ja, Taschenmesser ist auch immer gut. Ja. Jedes Mal, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, man ist beim Wandern oder so, und dann bist du der Typ, der das Taschenmesser auspackt, das ist jedes Mal so, cool, du hast ein Taschenmesser dabei. Ja, aber das Schlimme beim Taschenmesser, glaube ich, deshalb habe ich noch eins gefunden letztens, aus Kindheitstagen, wenn du die lange nicht benutzt, oder manchmal musst du die auch mal ölen, dann sind die ja manchmal so fest. Und die sind ja so dafür konzipiert, dass du mit 2 Fingern und den Fingernägeln diese kleine Griffmulde, um das rauszuziehen. Alter Falter, ich habe Fingernägel gebissen, ich habe die Dinger scheiße nie rausbekommen. Genau, das meine ich. Werkzeuge. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Genau, und dann versuchst du dann wahrscheinlich so zu stochern, um das hochzuziehen, rutscht da ab, bohrst dir dann den Kugelschreiber in den Daumen. Das ist schon, die wollen gepflegt, gehegt und genutzt werden. Ne? Aber nicht, dass es das Taschenmesser per se, dass es schlechter macht, sondern einfach nur die Nutzung. Ich bin super gespannt. Kein Flop, die Säge fehlt. Die brauche ich ständig. Aber wenn man, also wirklich, mein lieber Gabe-O-Verse. Ich kann Gabe-O-Verse. Ich kann schon verstehen. Aber wenn du ständig, das ist doch so, wenn du ständig eine Säge brauchst. Aber die ist halt wirklich doch nicht die kleinste. Die ist halt so klein. Ich meine, wenn du damit irgendwie kleine Äste abschneidest, kannst du auch einfach kleine Äste vom Boden aufsammeln für irgendwas. Ich weiß auch nicht, was Gabe-O-Verse macht, aber ich frage mich schon. Täglich. Was, wo brauchst du täglich eine Säge? Also zumindest so eine kleine. Ja. So eine große. Ja, okay. So eine kleine. Jemand noch mit dem offenen Bruch hier, Amputation nötig. So. Okay, ich würde sagen, wir haben Abstimmungsergebnis. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich bin super gespannt, ob wir eure Zustimmung gefunden haben. Ja. 66%. Ey, das ist so. Das sind, guck mal, nur 5% Flop, und das lag an der Säge. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wir jetzt gerade so derbe auf Erfolgskurs sind. Das finde ich hammergeil, ey. Ja. Das ist auch cool. Finde ich auch richtig gut. Finde ich richtig gut. Valentin, wir müssen es ein bisschen beeinschaffen. Schaffen wir noch eine Speedrunde, vielleicht mit verkürzten Zeiten? Ja, hallo, hier spricht die Community. Natürlich schaffen wir noch eine Runde. Und zwar habe ich mich für den Pick von Vincent Malloy aus dem Forum entschieden. Und zwar Haustiere. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das ratet. Oh, Felix und ich sehe uns schon wieder. Oh. Haustiere, Vincent Malloy aus dem Forum. Könnt ihr auch. Es ist ja eine Glaubensfrage. RocketBeans.tv. Registriert euch, diskutiert mit. Top 5 Haustiere. Platz 1 Hund. Also erstmal, wir sagen, Hund und Katze sind safe drin, darüber müssen wir nicht. Ja, gut. Hund, Katze, ich schreib's erstmal auf, aber Martin, ich hab wohlwollend deine Forschen
Vortrieb sozusagen. Ich würde aus, also weil ich mal einen hatte. Bin ich jetzt hier verloren im Posten? Seid nein, komm. Seid ihr alle drei Hundemänner? Lass uns doch erstmal sammeln. Wir haben zwei Tiere auf der Liste, brauchen mindestens fünf. ich würde noch den guten alten Wellensittich. Ist auch ein guter. Wellensittich ist fein. Zwerghamster. Die sind lustig. Ja, stimmt. Und nervig. Sind das nicht die nachts, wenn du pennen willst, sagen die, ich schmeiß den... Die solltest du halt auch nicht im Schlafzimmer haben. Das ist ja halt schon... Aber ich liebe doch Putzinchen. Okay, Zwerghamster. Was ich noch reinpacke... Schildkröte. Ich finde dann... Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, das wollte ich gerade auch sagen, weil die Schildkröte daran ist das Geile. Das an Haustieren sind ja super schön, das Traurige ist, man kriegt ja immer den Tod mit. Das ist bei einer Schildkröte nicht unbedingt der Fall. Die kannst du auch im Winter einfach in den Kühlschrank packen. Ja, das finde ich das Geile. Du hast eine Schildkröte irgendwo in dem Kühlregal liegen und da musst du es erklären. Ja, nee, damit die überwintern sich im Winter. Ich glaube, die legst du in den Kühlschrank oder ins Eisfach. Irgendwie sowas. Ins Eisfach? Ja, irgendwas machst du da. Kennst du nicht die Nordpolkröte? Ja, natürlich. Doch, die müssen überwintern. Ja, aber noch nicht im Eisfach. Ins Gemüsefach. Ja, dann legst du ins Eisfach und machst Schildkröte. Obwohl, ist ja, ich erzähle ja vielleicht auch Quatsch. Was machen die denn in freier Wildbahn? Also, die kommen ja auch in. Oh Gott, ganz gefährliches Halbfest. Okay, wo kommen Schildkröten vor, wo sie im Freien potenziell im Winter und Minustemperaturen ausgesetzt sind und wo überwintern sie dann? In Häusern? Die haben ihr eigenes Haus, Colin. Die haben ihr eigenes Haus. Ja, aber die legen sich ja auch unter einen Stein oder einen Busch oder einen Höhlen. Verbuddeln sich halt so ein bisschen, ne? Ja, ne? Aber damit es nicht frost. Wärmer ist. Ja. Okay, Gott. Was können wir noch als Haustier? Schlange. Boah, also wenn irgendjemand sagt, die hat eine Chance auf unsere Top 5, ja. Eine Schlange schon geil. Ja, pack rein. Wird die mir niemals. Kommst die Schlange an, natürlich, aber. Okay. Was ist denn noch so, wenn wir schon bei Abseitigem sind? Was ist denn alles, was so im Terrarium? An Maus. Fische. Mäuse. Fische. Müssen wir zumindest mal konzidern. Ja. Also ich finde Fische definitiv besser als Wellensittich. Wellensittich ist... Das ist für mich das Lämste. Kannst du einfach anschauen. Fische sind ja eben. Ja, ist super. Was machst du mit dem Wellensittich? Dann überfütterst du die, weil du denen was Gutes tun willst, dann schwimmen sie. Aber bei dem Wellensittich kannst du ja dein trockenes Ballisto verfüttern. Da stickt er dran. Also okay, wir haben ja schon Fische, Hunde, Katzen, Wellensittich, Zwerghamster, Schildkröte und Schlange auf. Ich pack einfach noch das Teacup-Schweinchen rein. Was ist denn ein Teacup-Schwein? Jetzt wird's ein Schwein, was einfach immer relativ klein bleibt. Also es wird keine Kann Sau. Man das essen? Kann man das einfach fertig in den Ofen schieben? Wie viel Knoblauch schiebe ich wo rein? Um es dann? Also, das groß kannst das du... Das bleibt halt relativ klein. Ja, was heißt relativ klein? Keine Ahnung, so oder so. Also es wird jetzt keine Sau, die so groß ist wie der komplette Tisch. Das ist ja das Schöne daran. Okay, also das Schöne daran, es bleibt halt quasi, das ist so, als würdest du dir einen Hund holen und er bleibt immer ein Welpe. Aber also ist größer als ein Welpe, ein Hundewelpe? Und du kannst für Schweine essen. Das ist ein Argument. Nein, Felix, wir essen es nicht. Bist du schon tot, Rosi? Aber stell dir mal vor, ich wollte nur fragen. Stell dir mal vor, du hast eine Party. Und die Schokoriegel sind ich sehe es, wenn du auf der Party und da hat jemand mal ein Schwein gesehen. Ups, wieso läuft der Ofen? Wer hat die Marinade aus? Was ist das Ding mit dem Apfel im Mund? Wir dachten, das sollte so. Aber ich meine, wir haben ja genug. Ich glaube, wir können ans Rail. Also okay. Jetzt also, Glaubensfrage, was kommt auf Platz 1? Ich würde einfach per Hand zeichnen. Wer ist für Hund? Hund. Ja, natürlich habe ich verloren, wenn ihr Hundemenschen seid. Ja, aber wer ist für Platz 2? Katze? Ja, natürlich. Ist doch alles gut. Ey, ganz ehrlich, wenn man einmal gespürt hat, wie eine Katze bei dir auf den Schoß legt und dann zu schnurren anfängt und diese Vibration durch deinen Körper geht und diese und Wärme abspringt und sich mit den Krallen in dein Fleisch bohrt. Ja, ist doch herrlich, dieses Milchtreteln, wenn dieser so ein bisschen... Nee, das Absprung, dass du hinterher sagst, ich gehe zum Arzt und mache eine Tetanusspritze. Ja, du brauchst echt eine Tetanusspritze. Du brauchst auch noch ganz andere Spritzen, mein Freund. Okay, wir machen weiter. Oh, wir haben Kaninchen vergessen. Kann man auch essen, kommt auch. Aber ist egal. Wir haben noch 52 Sekunden. Ich würde Kaninchen, ehrlich gesagt, also ich würde sie noch knallhart durch die Backdoor rein voten. Ja. Sei denn, ihr sagt, nee. Nee, da finde ich das Schwein echt cooler. Okay, das Teacup-Schwein. Aber dann würde ich mal vorsichtig auf Platz 5 nehmen, oder? Ja, Teacup-Schwein auf 5. Bitte was? Das Schwein ist bestimmt so ein genmanipuliertes, komplett totgezüchtetes Lebewesen. Ich weiß nicht. Ja, aber das sind die Hunde auch, die meisten hier. Wie heißen diese Hosen, diese kleinen, Husky? Die mit den Nasen nach oben hier, diese Hunde, diese kleinen Mops. Aber die zählen nicht als Hund. Okay, dann haben wir jetzt, also ganz ehrlich, wir diskutieren jetzt darüber, ob wir für die Plätze 3 und 4, ganz schnell, Wellensittich, Zwerghamster, Schildkröte, Schlange oder Kaninchen? Für mich muss der Wellensittich rein. Okay, für mich eigentlich auch, aber das wäre für mich Platz 4. Dann füge ich mich und sag Wellensittich, okay. Ja, okay. Und jetzt Zwerghamster, Schildkröte, Schlange, Kaninchen. Schildkröte. Kaninchen. Schildkröte. Ich bin auch bei Schildkröte. Schildkröte. Okay, Schildkröte, Platz 3.
Die Quittung kriegen wir sofort. Ja. Gut, dann fürs Protokoll. Wir haben folgendes Voting. Die beliebtesten Haustiere dieses Studios nach demokratischem 5-Minuten-Entscheid sind auf Platz 5 das Teacup-Schwein, auf Platz 4 der Wellensittich, auf Platz 3 die Schildkröte, auf Platz 2 die Katze und auf Platz 1 der Hund. Fische müssen leider draußen bleiben. Ihr könnt abstimmen, ob euch der Pick gefällt hat. Nochmal vielen Dank an Vincent Malloy. Und lasst uns auch gerne mal wissen, ob euch dieses Experimentformat, was wir hier gemacht haben, ob euch das gefällt, ob das gut angekommen ist. Weil, also ich hatte jetzt Spaß. Das war schon geil, oder? Ich fand's auch geil. Ich habe so viel gesprochen, ich glaube, ich mache jetzt die nächsten 2 Stunden Schlaf. Ein Nickerchen hier. Ja, das kannst du in 3 Stunden dann. Das war meine Taktik. Ja, ach so, du wolltest, die sollen sich auspowern argumentativ, damit für Gamefights, was jetzt ja folgen wird. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung von Schokoriegel, aber zu Hause ist mein ganzer Kühlschrank nur voll damit. Und mit Schildkröten. Und mit Schildkröten. Mit Schildkröten. Während ihr wartet, möchte ich noch ganz kurz eine Lanze für Katzen brechen. Ich bin auch Katzenmensch, aber ich wollte vor allem nochmal sprechen, um einen Chat-Kommentar zu featuren. Und zwar schreibt Gabe, Katzen können sich löschen gehen. Absolut asoziale Tiere, die sich nichts für dich jucken und sofort essen, wenn du stirbst. Was schon passiert ist. Ja, so viel zu Katzen. Danke dir, lieber. Ja, lieber und der Hund verendet dann einfach, weil er Hachiko zu doof ist. Hachiko wartet immer noch. Ja, guck mal, wirklich Hachiko. Der wartet immer noch am Bahnhof. Ja, was für ein. Die Katze bekommt nicht mal mit, dass du das Haus verlässt, weil sie schon bei den Nachbarn sitzt. Hat nicht gecheckt, dass der Herrchen schon längst tot ist, ne? Ja, das ist wahre Liebe. Und er lässt sich lebendig mit einmauern. So sollte es sein. Nee, ja. Ich bin gespannt, das ist natürlich ganz schwierig. 42% 2. Yes. Alright. Ja. Auch für so ein Thema ist das schon. Ey, ich glaube, die 30% sind einfach nur die Leute, die Katze eher auf der 1. Ich glaube, es wäre genauso gut, wenn Katze auf 1 gewesen wäre, wäre es auch. Ja. Ja, das hat die Grundsatzfrage. Aber wir sind ja, wir mögen ja alle Tiere. Alle. Die man essen kann. Vor allem die man essen. Also alle. Vor allem das Schweinchen. Eigentlich gehört es auf Platz 1. Das wäre das nächste Mal. Der Top 5 der Haustiere, die man essen kann. Und mit gutem Gewissen. Ja, genau. Oh mein Gott, das wäre eigentlich saugut. Können wir nochmal machen? Ich sehe dich schon ein Aquarium kaufen, eine Fritteuse, nachts nach Hause kommen und so. Wer ist heute dran? Hey, so ein Zwerghamster ist doch auch wie so ein kleiner Nugget. Den kannst du im Ganzen einfach reinwerfen. Dann hast du dir, der Pelz brutzelt weg. Du kommst direkt an die Knusperkruste. Wahnsinn. Gut. Ist ein bisschen witzig, ich bin Vegetarier. Das passt überhaupt nicht für mich. Ja, aber du kannst ja auch sagen, die Fritteuse wäre. Aber das ist kein Haustier. Obwohl. Ja, gut. Du bist dann eher der grüne Daumenmensch wahrscheinlich. Ja, ich esse den Salat vom Hasen dann weg. Das ist aber auch, ne? Das ist auch schon wieder deine rein. Vorstellung von Tierliebe ist. Wir teilen uns den Salat, okay. Ja, ich sehe euch da beide sitzen. Mit Knabbi und so weiter. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Vielen Dank, wie gesagt, schreibt gerne, ob euch unser kleines Format-Experiment gefallen hat, ob wir das vielleicht mal in die Verlängerung geben. Wir schnaufen jetzt eine Runde durch und dann sehen wir uns gleich wieder in dieser Besetzung für die VOD-Zuschauer, die das potenziell sehen, wenn wir es als VOD hochgeladen haben. Wisst es jetzt, Gamefights solltet ihr vielleicht auch mal anklicken. Gleich geht's weiter mit Gamefights. Kurze Pause, bis gleich. Vielen Dank fürs Zugucken.